Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Map. Jawohl, hier sind wir wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Seedorf. Irgendwie starte ich hier total gerne, weil ich dieses kleine Feuerwehrhäuschen irgendwie total knuffig und schön finde. Naja, zieht mich jedenfalls immer wieder hierher. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt. Verkehrsunfall. Und zwar sieht man jetzt die Ghost-Modelle. Es wurde sich in den Kommentaren gewünscht, dass ich auch mal zeigen kann, wie das aussieht mit den Ghost-Modellen. Das heißt, wir sehen jetzt nicht mehr diesen grünen Pfeil bei der Alarmierung auf dem Boden, sondern wir sehen jetzt direkt Ghost-Fahrzeuge. Also wir sehen die Fahrzeuge, die wir alarmiert haben schon. Sie sind halt durchsichtig. Wurde sich gewünscht, dass ich das mal zeige und deswegen machen wir das einfach mal. So, wir haben hier noch einen Rettungswagen, der kann hier mal parken. Wir haben einen NEF, kann sich von mir aus mal daneben stellen, da ist noch ein bisschen Platz. Ein weiterer Rettungswagen kann sich dahinter stellen. Funkstreifenwagen schicken wir auch mal hierher. Ich denke mal, wir brauchen nur zwei Rettungswagen. Es kann natürlich sein, dass wir auch noch mehr brauchen. Der eine Notarzt reicht hoffentlich auch, wobei ich ein bisschen Angst habe. Na komm, wir schicken nochmal einen zweiten nach, weil eine Person anscheinend aus dem Fahrzeug rausgeschleudert, die andere Person vielleicht noch im brennenden Auto drinne. Ich schicke mal lieber zwei NEFs noch hin. So, jetzt sehen wir auch mal die Ghost-Modelle. Ist auch noch eine Beta. Und kann natürlich dadurch ein bisschen zu Darstellungsfehlern kommen. Hier, ich glaube, blaulichttechnisch sieht es hier noch ein bisschen merkwürdig aus bei dem NEF. Aber ist ja nicht wild. Ist ja wurscht. Im Singleplayer muss ich persönlich sagen, bräuchte ich diese Ghost-Modelle nicht. Ich finde diese grünen Pfeile eigentlich voll cool. Weil so verwirrt mich das irgendwie ein bisschen. Was heißt verwirrt mich ein bisschen? Aber ja, wenn man sich auf irgendwas anderes konzentriert, denkt man, ach, da stehen ja schon Fahrzeuge. Aber die sind ja noch gar nicht da. Naja, aber im Multiplayer, ich habe mich da mit dem guten Nick unterhalten. Ja, ein wunderbares Community-Mitglied. Und er hat halt gemeint, im Multiplayer ist das schon richtig cool mit dem Ghost-Modell. Richtig gut, weil man dann halt sieht, was der andere Spieler schon für Fahrzeuge hingeschickt hat. Und das, finde ich, ergibt auch richtigen Sinn dann. Weil dann siehst du halt, ja, okay, der hat, was weiß ich, anderer Spieler hat aus Spaß, weil er beim Einsatz hier mitarbeiten möchte, mit seiner Feuerwache einen Rüstwagen hingeschickt. Und ich sehe ein brennendes Fahrzeug, dann weiß ich, okay, schicke ich einen HLF hin, dann brauche ich das nicht irgendwie abklären, sondern dann sieht man das schon direkt, was schon hingeschickt wurde. Das ergibt schon Sinn, das ist schon auf jeden Fall eine gute Sache dann. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber wie gesagt, im Singleplayer, ich persönlich bräuchte es nicht. Ich bin Fan von den grünen Pfeilen im Singleplayer, im Multiplayer, ja, gibt es auf jeden Fall Sinn. Aber schön auf jeden Fall, dass diese beiden Varianten angeboten werden. Ja, einmal das mit den grünen Pfeilen und einmal das halt mit den Ghost-Modellen. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch nur in der einen Folge so zeigen mit den Ghost-Modellen, dann hat man es mal gesehen. Aber ich werde mir das dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich wieder auf die grünen Pfeile umstellen. So, da wird gleich angefangen zu löschen. Hier mit dem Fahrzeug kann ich auch mal anfangen. Die Werkfeuerwehr Brandstedt habe ich wieder hergeschickt. Upsi. Naja, wird schon passen. Okay. Wasserversorgung hole ich mir mal von hier, weil doppelt anschließen möchte ich nicht. Ich habe keine Lust, direkt wieder einen kaputten Hydranten zu kriegen. Dann müssen wir hier noch in das Fahrzeug reingucken, ob da noch eine Person drin ist. Ist auch ganz wichtig. So, der zweite Notarzt kommt gerade auch angefahren. Boah, das ist aber auch ein schönes Fahrzeug, muss ich einfach nur mal so sagen. Ich finde die Fahrzeuge ja richtig schön. Richtig, richtig schön. Die ganzen Fahrzeugmodelle. Träumchen. Ein Träumchen. Ihr wisst, ich mag Rettungswagen. Ich finde die vom Design auf dem Außen einfach immer richtig cool. Deswegen muss ich da natürlich auch ein Foto machen. So, ich zoome mal wieder raus. Übrigens, Anzahl an Side-Events sind immer noch auf 0. Die habe ich auf 0 belassen. Ich lasse es auch dabei, sondern wir gehen jetzt gleich wieder mit der Einsatzstufe ein bisschen hoch. So, Einsatzstufe 2. Da ist keine Person mehr drin. Hier gucken wir gerade mal rein. Also die Fahrerin oder der Fahrer? Fahrerin? Ist aus dem Auto hier rausgeschleudert worden oder ist ausgestiegen nach dem Unfall und hat zusammengebrochen. Die wird schon verarztet. Hier haben wir gerade eine Geiselnahme. Ja, Geiselnahme hätte ich eigentlich gerne. Da hätte ich eigentlich gerne das SEK da. Ja, dass wir das richtig schön lösen können. Ich schicke aber auch trotzdem nochmal ein Polizei-MTW hin. Und dann am besten auch NEF und RTW. Die können hier gerade gegenüber mal parken. Da ist ein bisschen Platz. So. Ja, da ist eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt oder eingesperrt. Entkräftung. Hatte ich auch schon lange nicht mehr.
Ja, die Person hier wird ein bisschen schwerer verletzt sein wahrscheinlich, weil ja, brennendes Auto und so weiter, wenn man da drinnen sitzt, ist nicht angenehm, ist nicht gemütlich. So, bis Essie Carter ist, wird ein bisschen dauern. Gehe ich mal davon aus. Die können schon mal zusammenpacken. Damit die Werkfeuerwehr wieder komplett einsatzbereit ist dann. Ja, die waren halt anscheinend nah dran. Naja, passt schon. So. Der kann mal Richtung Krankenhaus gehen. Da schicken wir jetzt gerade mal den Notarzt drauf. Dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr zu tun. Außer behandeln. Genau, Fahrzeugwracks noch abschleppen, da brauchen wir die Polizei gerade für. Das Fahrzeug schicken wir weg. Abgedichtet werden muss nichts. Betriebsmittel sind auch keine ausgelaufen vom Fahrzeug. Somit können die abgeschleppt werden. Was hat die gute Frau? Die konnte noch hocken, also wird sie wahrscheinlich gar nicht so schwer verletzt sein. Da müssen wir mal gucken. Der Matthias Möller ist hier der Notarzt. Alles klar. Okay, Rettungswagen und Polizei wäre schon mal da. Ich schicke die jetzt aber nicht rein, die Jungs. Wir warten noch ein bisschen. Wie sieht's hier aus? Gebrochener Arm. Gut, dann brauchen wir da auch keinen Notarzt, so wirklich. Dann kann der schon mal... Ups, das war der falsche. Entschuldigung. Dann fährt der schon mal weg. Der übernimmt. Abschlepper haben wir gerufen. Das heißt, wir können uns jetzt hier mehr dieser Sache hier widmen. Wir können ja die... Ja, wobei. Warten wir noch oder wie weit sind die denn noch weg? Da sind sie doch schon. Gut, dann brauche ich nicht warten. So, dann können wir erstmal anfangen, mit denen zu verhandeln. Und dann, falls sie nicht wollen, schicken wir direkt das SEK rein. Verteilen wir hier gerade mal so ein bisschen. Gebäude mit SEK stürmen, ja, perfekt. Dann hereinspaziert. Habt Spaß. Ich bringe den Polizisten gerade mal zur Seite. Da wird es gleich rund gehen. Oh, da geht's aber echt rund. Jetzt haben Handschellen geklickt. Ihr wisst, ich muss Bilder machen. Wie immer. Okay, festgenommen. Drei Personen. Keine Person verletzt, wenn ich richtig sehe. Können die auch Gefangene mitnehmen? Nee, hätte mich auch gewundert. Gut, da haben wir Platz für vier. Hätten wir noch jemand mehr festnehmen können. Muss ich nochmal rein? Ich muss nochmal rein? Das war noch nicht alles. Okay. Alles klar. Das war nur gebrochener Arm. Okay, dann kann der Notarzt hier auch weg. Dann gibt es doch verletzte Personen. Das ist natürlich doof. Dann haben wir vier Personen, dann ist der Streifenwagen da hinten voll. Verletzte Geisel aus Gebäude befreien. Okay, ich schicke nochmal das SEK rein. Dann haben wir eine Person. Ich muss aber nochmal rein. Was? Die Tonaufnahmen waren ja noch schlimmer als die anderen. Wie cool. Alles klar. Ach ja. Schön. Okay. Die waren auch nur so eingesperrt. Es gibt nur eine verletzte Person. Das SEK kann abrücken. Die können auch wegfahren. Die sind voll. Da hoffentlich nichts zu schwer verletzt. Hoffentlich keine Schussverletzung. Wenn man nicht mal reden kann. Schussverletzung. Hoffentlich keine Schutz. Ja, irgendwie heute ein bisschen durch. Keine Schussverletzung. Okay, ist behandelt. Also Schockzustand, nicht so dolle verletzt. Das finde ich schon mal gut. Notarzt begleitet mal.
So, die sind gleich auch auf dem Weg zum Krankenhaus. Und weg sind sie. Gut, dann haben wir den Einsatz abgeschlossen. Den haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Oh, Unfall mit der Polizei und dem SEK. Gerade passend hingeschaltet. Da fahren die zwei Abschlepper und hier wird Richtung Krankenhaus gerast. Können ja gerade mal hier die Tiefgarage einblenden. Da steht ein Rettungswagen da. Der nächste kommt. NEF steht hier hinten. Der fährt weg in einer. Kommt, perfekt, passt. Passt. Sehr schön. B2, Brandeinfamilienhaus. B2, Brandeinfamilienhaus. Alles klar, ich lasse die Zeit, glaube ich, mal ein bisschen langsamer laufen. Gut, alarmieren wir auch B2, oder? Machen wir es so. Kommandowagen. HLF. Ein LF10. Die DLK tun wir in die Mitte. Und auf die andere Seite schicken wir auch nochmal ein HLF. Und wir schicken nochmal ein HLF auf die andere Seite. DLK, brauchen wir hier vorne nochmal eine? Ne, da würde ich... Na, wobei. Na, komm, wir stellen sie einfach mal hier hin. TH0, VU-Sachschaden. Gerätewagen, Atemschutz schicken wir mal hier hinten hin. Rettungswagen, direkt hier, der wird direkt wieder alarmiert. Polizei, MTW, ja komm, stell dich mal da hin. Und der andere kann sich mal hier hinstellen, kann hier dicht machen. Gut, hier haben wir noch einen TH0 VU-Sachschaden reingekriegt. Da schicken wir gerade einfach mal die Polizei hin. Wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Jetzt heißt es warten auf die Feuerwehr. Der Rettungswagen war ja extrem schnell da. Der hat es ja quasi gemeldet. Der war ja direkt um die Ecke. Naja. Wo ist denn hier die Polizei? Die ist ein bisschen weiter weg. Die kommt wahrscheinlich von hier unten. Genau. Ja, das Schöne ist halt an den Ghost-Modellen, man sieht halt wirklich direkt, welches Fahrzeug genau kommt. Aber ja, im Singleplayer ist es halt nicht ganz so wichtig, finde ich. Im Multiplayer aber ist es ganz, ganz nützlich, denke ich mal. Okay, zwei Fahrzeuge. Gar kein Thema. Stellen wir uns einfach direkt dahinter mit der Polizei, leiten den Verkehr um. Tun hier die Pfeile nach links anmachen, dass die Leute hier nicht langfahren dürfen. Fragen wir gerade erstmal die Zeugen, gucken, ob jemand verletzt ist und dann... ist Befragung. Ja, KDOW ist da. Und da kommen auch schon die Löschfahrzeuge, sehr schön. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen wegen den ganzen Bäumen außenrum. Die können natürlich sehr, sehr zügig brennen. Ja, die DLK lassen wir gerade einfach erstmal dastehen. Wir nehmen die andere. Ja, mir wurde gesagt, dass man auch mit der DLK einfach auf die anderen Fahrzeuge klicken kann und dann bauen die da eine Wasserversorgung hin auf. Man braucht es also nicht mit den Löschfahrzeugen machen. Dann kann man die hier vorher quasi schon damit beschäftigen oder die können schon löschen, sagen wir es mal so. Und die DLK schließt sich selber den Schlauch quasi am Löschfahrzeug an, damit die DLK versorgt wird. Gut, dann können wir hier weitermachen. Bis jetzt brennt noch kein Baum. Die Feuerwehr steht auch hier schon auf der anderen Seite parat. Ist wieder die Werkfeuerwehr, die wir alarmiert haben. Zwar nicht ganz so passend, aber ist okay. Sind schöne Fahrzeuge, die müssen auch bewegt werden. Okay, dann sind wir hier schon durch. Wir müssen keine Tür verschließen, wir müssen keine Personen retten. Wir können schon alle wieder zusammenpacken und wegfahren. So, auf Streife gehen. Gut. Dann sind alle am Wegräumen.
Beziehungsweise sind gerade noch am Aufbauen und können dann wieder wegräumen. Hier haben wir einen festsitzenden Aufzug. Mir wurde, glaube ich, gesagt, dass man auch mit dem GW-Tech hier das machen kann. Ich will es einfach mal hinschicken. Falls es nicht funktioniert, schicken wir mal einen HLF hin. Ich probiere einfach wieder ein bisschen aus. Schönes Fahrzeug. Weiß gar nicht, ob wir das schon mal benutzt haben. Ich glaube, ich wollte oder habe das schon mal ausprobiert. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist schon wieder so lange her. Ja, die stehen jetzt hier eigentlich nur noch rum und warten auf die Abschlepper. Das kann noch ein bisschen dauern. Da haben wir die ganze Kolonne, die jetzt zurückfährt. Ja, und hier wird jetzt alarmiert. Oder war das bei der Türöffnung, dass man hier mit dem Fahrzeug was machen konnte? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, keine Ahnung. Ich hatte da auf jeden Fall vor längerer Zeit irgendeinen Kommentar mit dem GW-Tech. Bin mir nicht mehr sicher. Eigentlich brauchen wir nur ganz viele Feuerwehrleute, um da reinzugehen. Mehr brauchen wir da nicht. Stimmt, ich glaube, das war bei der Türöffnung, dass sich das Fahrzeug dafür auch ganz gut anbietet. Ja, habe ich wieder was durcheinander geworfen, aber passiert. Passiert, wie gesagt, ich bin heute Abend sowieso ein bisschen verpeilt. Ich weiß gar nicht, warum. Wobei, ich weiß, glaube ich, warum, weil ich erst heute Nacht gegen 3 Uhr eingeschlafen bin und um 6 Uhr schon wieder wach war. Und irgendwie, ich brauche doch ein bisschen mehr Schlaf, muss ich zugeben. Ich habe früher sowieso total viel Schlaf immer gebraucht. Also, das war normal, dass ich irgendwie um 8, 9 ins Bett bin und habe gepennt bis um 11 Uhr. So im Teenie-Alter. Und je älter man wird, je weniger schläft man irgendwie tatsächlich. Es ist wirklich so. Jetzt bin ich 30, ja, schlafe nachts um 2, 3 Uhr ein, werde morgens um 6, 7 Uhr wach und muss aufstehen, weil ich sonst verrückt werde im Bett. Es ist wirklich schlimm. Obwohl man eigentlich noch hundemüde ist. Naja. So ist das. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Feuerwehrleute reinschicke, aber andererseits können wir auch einfach noch warten, bis das andere Fahrzeug da ist. Da kommt es angefahren. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Aber echt schön. Haben wir das wenigstens auch mal eingesetzt? Das ist doch auch gut. So, was können wir hiermit machen? Wie viele Leute sind da drin? 4 Stück? Okay, das sind quasi wie ein Rüstwagen, nur in kleinen mit mehr Leuten. Wenn ich das so richtig sehe. Könnte theoretisch auch für so Aufzüge reichen anscheinend. Weiß nicht, wie viele Leute wir wieder reinschicken müssen. Ja, 4 Stück genau. Ja, also würde sich das wirklich anbieten, dieses Fahrzeug für so kleinere Einsätze auch rauszuschicken. Alles klar. Ja, Sanitäter ins Gebäude schicken und so weiter, alles klar. Gut. Rettungswagen schicken wir jetzt noch hin. Ups, aus dem weggeklickt, weil es den einen Klick nicht akzeptiert hat. Ja, ist gut zu wissen. Auf jeden Fall. Ist quasi ein kleiner Rüstwagen mit mehr Leuten dabei. Emergency-technisch gesehen. Entschuldigung. Ja, die können wir eigentlich wegschicken, aber ich lasse trotzdem mal da. Haben wir hier Heckwarner? Haben wir sogar. Plus Umfeldbeleuchtung. Cool. Schick, 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 schick. Ja, ihr könnt euch mal ein bisschen verteilen, dass es so aussieht, als würdet ihr was machen. Dann kann ich nämlich nochmal ein cooles Bild machen. Du tust jetzt mal so, als gehörst du hier zu dem GW-Tech. Ja, okay, solange das Ghost-Modell angezeigt wird, lohnt es sich eigentlich nicht, ein Bild zu machen. Ja, hier wurde abgeschleppt, dann können wir die Polizei wegschicken. Warten wir einfach mal, oder? Können wir uns das Fahrzeug noch mal ein bisschen genauer angucken? Es ist halt wirklich Wahnsinn, wie viele Fahrzeuge eigentlich für diese Mod erstellt wurden. Und ich weiß halt nicht, ob... Ich weiß nicht, ob die alle vom Lüdenscheid-Team sind oder ob da auch die Teams wieder miteinander was ausgetauscht haben. Keine Ahnung.
Jedenfalls trotzdem krass, wie viele verschiedene Skins es gibt, wie viele verschiedene Fahrzeuge einfach in dieser Mod auch drin sind. Wirklich Wahnsinn. Größten Respekt an die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist. Kann ja wie bei der Map sein, dass sich da irgendwie die Mod-Entwickler gegenseitig die Fahrzeuge austauschen. Das weiß ich halt natürlich nicht. Weil bei der Map war es ja auch so. Also bei der Brandstätte jetzt nicht, die ist komplett vom Lüdenscheid-Team, soweit ich informiert bin. Aber bei Linzing und Lüdenscheid, da haben sich quasi Biberfelde und so ausgetauscht. Was ich eine sehr coole Aktion finde eigentlich, dass die so miteinander arbeiten. So, ich soll jetzt mal den Rettungswagen da reinschicken. Mittrage, vergesse ich immer gerne. So, da waren wir durch, das haken wir ab. Er kann schon mal so reingehen eigentlich. Und ihn mit Trage schicken wir auch rein. Gleich geschafft. Die Person im Aufzug hat es gleich geschafft. Okay, direkt auf der Trage drauf. Gebrochenes Bein, wie auch immer die sich im feststeckenden Aufzug ein Bein gebrochen hat. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, das Fahrzeug werde ich öfters mal benutzen. Finde ich cool, finde ich optisch cool. Gefällt mir. Ist ein kleines Fahrzeug mit 4 Leuten drin. Quasi wie ein Rüstwagen eigentlich vom Gebrauch her. Kann man machen. Kann man machen, auf jeden Fall. Ich lasse die Zeit gerade mal ein bisschen schneller laufen. Weil wir haben gerade keinen weiteren Einsatz. Ja. Wo sind denn die Abschlepper gerade unterwegs? Gute Frage. Okay, ist abgeschlossen. TH1, VU-Fußgänger. VU-Fußgänger. Auf dem Zebrastreifen, mit dem Fahrrad umgemäht worden. Das ist natürlich nicht so schön. Schicken wir direkt mal Rettungswagen plus NEF hin. Rettungswagen soll sich mal da vorstellen. NEF vor den RTW. Streifenwagen schicken wir mit. Und Feuerwehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Nein, brauchen wir nicht. Bestellen wir oder tun wir jetzt nicht mit alarmieren. Weil die Fahrerin ist ausgestiegen, die steht hier am Rand. Die Person hier brauchen wir auch nicht, aber ich glaube, ich brauche noch, vergesse ich immer gerne. Wir brauchen hier, glaube ich, noch die Stadtreinigung, um das Fahrrad dann später wegzuräumen. Die können sich ja mal hier hinstellen. Oh, B4 Brandgewerbe. Oh. Oh. Das ist ja mal ganz unschön. Da machen wir gerade mal Einsatzpause rein oder Einsatzstopp. Weil ich glaube, bis ich das abgearbeitet habe, sind wir locker über die halbe Stunde drüber von der Folgenlänge. Ja, B4 wird quasi alles alarmiert, was so zur Verfügung steht, gefühlt. Machen wir hier mal eine schöne Kette hin. Ich lasse aber auch mal Platz für eine DLK irgendwo. So, die können mal dahin fahren. Das HLF kann sich mal hier hinstellen. Das andere mal hier auf die Seite. Da mal DLK eine hier. Die andere wollte ich hier irgendwo mitten reinklatschen. Ah, da sind so Poller im Weg. Okay. Dann haben wir noch eine DLK. Boah, jetzt brennt hier schon alles. Das breitet sich wunderbar aus. Eine DLK, komm, sollte ich hier hinklatschen. TLF können wir von mir aus mal hier draußen parken. Weiteres TLF können wir von mir aus auch mal hier hinten hinstellen. Gerätewagen, Artenschutz können wir hier mal parken. Schlauchwagen, stell dich mal hier hin. Abrollbehälter, ATS brauchen wir auch nicht so wirklich. ELW3, ein weiterer ELW. Okay, das war der lange LKW, der kann sich mal so hinstellen. Rettungswagen
Ich habe hier halt voll Angst, weil hier kann voll der Süff losgehen, wenn wir Pech haben. Rettungswagen, die sollen sich mal weiter hinten hinstellen. Parkt mal hier. Polizei auch. Wobei, ihr könnt euch auch mal da hinstellen. Hier können wir noch dicht machen. Anderer Streifenwagen schicken wir mal hier hin. So. Dann. Aussteigen, schnell löschen. Das darf sich nicht hier drüben hin ausbreiten. Dann haben wir ein riesen heftiges Problem. Normalerweise müsste ich meine Feuerwehrleute direkt mit den anderen Schutzauszügen ausrüsten. Theoretisch. Okay, wir haben ja das Problem, dass wir hier hinten nur einen Hydranten haben und halt hier und da. Das ist nicht ganz so geil. Ich werde nochmal ein Fahrzeug dann hier umparken und hier hinten hinstellen, damit wir eine Verbindung hier drüben hinkriegen. Die ganzen ELWs und Kommandowagen hier treffen quasi ein. Die LK ist auch schon eine da. Hier hinten ist auch schon ein Fahrzeug, sehr schön. Oh oh. Oh oh. Das ist schlimm 7. Ich meine, wir spielen nicht auf Schlimm 7, aber das ist jetzt wirklich gerade eine Katastrophe. Das kann richtig böse werden. Das kann richtig böse werden. Ich brauche hier mal ein Fahrzeug, damit ich dann eine... Ja, wobei, eigentlich brauche ich es nicht so unbedingt. Ich brauche es nicht so unbedingt. Wir haben hier den Süff. Du rennst da nicht hin. Du rennst da nicht hin. Ja, wir haben das große Problem. Wir haben das große Problem, was ich eigentlich vermeiden wollte, aber es hat sich zu schnell da drüben hin ausgebreitet. Ich habe auch nicht gedacht, dass es jetzt so schnell sich dahin ausbreiten wird. Jetzt haben wir natürlich richtig ein Problem. Jetzt haben wir richtig ein Problem. Nein, dich nehme ich nicht. Ich nehme dich. Da haben wir halt richtig heftig jetzt ein Problem. Das TLF lasse ich da gerade mal löschen. Haben wir hier auch Absperrhahn? Müssten wir eigentlich auch irgendwo da haben. Muss, kann ich aber jetzt nicht dran, müsste ich... Oh Gott, wir haben gleich auch da drüben das Problem. Wenn ich das jetzt nicht schnell abgelöscht bekomme, haben wir da drüben auch das Problem. Habe ich hier nicht noch ein TLF hingeschickt? An die Arbeit. Okay, die können sich nicht umziehen, haben aber das Symbol da. Oh nein. Sag bloß, es war zu nah am Feuer. Oh nein. Oh nein, er war zu nah am Feuer. Das ist natürlich jetzt wieder bitter. Oh Mann. Na dann. Schließ trotzdem mal die DLK an. Ja, ich vergesse die DLK gerne umzuziehen und dann, wenn er da zu nah dran steht, dann, ja, kippen die halt um. Schön löschen. Ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Alle, was verfügbar sind, da löschen. Genau, die gucken da, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Dekon ist da. Ich wette mit euch, da geht jetzt auch gleich der Hydrant kaputt. Gehört dazu. So, ihr müsstet euch mal umziehen. Sicherheitshalber, weil ihr seid ganz schön nah am Verderben dran. Ja, die können sich auch nicht umziehen. Alle da löschen. Das muss sofort aus. Die DLK schwebt auf dem Wasser. Die haben wir jetzt einfach nicht gesehen. Haben wir einfach nicht gesehen. Okay, fahr mal dahin. Alles besser, als im Wasser zu stehen. So, und ihr kippt mir gleich um. Nein, das wollte ich nicht. Dann machen wir es halt so. Ist einfacher auszuwählen. Ja. Kühlt das. Kühlt das auf jeden Fall. Dann ist hoffentlich gleich die Wolke weg und dann kann ich mich um die ganzen Leute da kümmern. Das ist halt wirklich bitterbös jetzt hier.
So, jetzt haben wir aber die Chance, das Ruder rumzureißen, muss man sagen. Jetzt haben wir die Chance. Ist die DLK angeschlossen? Die ist angeschlossen. Steht aber ein bisschen komisch da. Kann auch gerade nichts mit der machen. Okay, dann du, die Person. Ihr fahrt nochmal ein Stückchen weiter nach hinten. Ihr guckt hier, dass die Hecke auch nicht anfängt zu brennen. Das TLF ist leer. Boah, Hydrant ist auch noch... Sind beide noch in Ordnung? Ja, krasse Sache. So. Dann legen wir jetzt los. Das Gebäude wird gekühlt von einem Feuerwehrmann. Ich hoffe, das reicht. Ja, die müssen wir jetzt gleich erstmal ins Dekon schleifen. Die müssen wir erstmal ins Dekon schleifen. Kannst du dich nochmal anders hinstellen, ein bisschen gescheiter parken? Irgendwie anders, nicht so komisch da. Das sieht nicht schön aus. So, hast du den Feuerwehrmann aufgenommen? Hast du. Sehr schön. Dann bring ihn mal nach da hinten. Das wird jetzt natürlich für den Hydranten hammerhart. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Ich glaube ja nicht. Will keiner die DLK anschließen? Doch, jetzt. Okay. So. Ihr, geht mal da hinten hin. Einer da. Einer den. Ich hoffe, das gibt kein Problem, weil er hat den Schlauch noch in der Hand. Das TLF ist gleich leer, ist jetzt aber angeschlossen. Wird wieder ein bisschen, beziehungsweise es füllt sich langsam wieder, sagen wir es mal so. Eigentlich müssten wir erstmal hier hinten ablöschen. So, wie sieht's hier aus? Katastrophal. Gut, er ist auch verseucht. Können wir auch gerade mal einen hinschicken. Geh mal dahin. Feuerwehrmann liegt da. Ich hoffe, der lebt noch. Hat nämlich alles ein bisschen länger gedauert. So. Dekon. Dekon. Da spielt man gerade Emergency. Und dann läuft im Hintergrund tatsächlich die Sirene in der Realität gerade. Okay, dem ist ein bisschen warm. Warum auch immer. Weil eigentlich wird hier nicht mit Sirene alarmiert. Und jetzt ist er auch umgekippt, gerade als ich draufgeklickt habe. Irgendwie die dritte Person auf der DLK kippt mir immer um. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette eben. Ich vergesse die Person immer. Naja. Ich war auch gerade ein bisschen abgelenkt durch die Sirene im Hintergrund. Naja. Okay, da wird fleißig gelöscht. Ja, wir haben ja keinen weiteren Hydrant mehr. In der Umgebung, in der Nähe. Hier drüben hätten wir noch. Wenn du da hinfährst, kannst du dich vielleicht da anschließen. So, dann kümmere dich mal um den Feuerwehrmann. Der lebt noch, sehr schön. Verbrennung dritten Grades. Ich denke mal, die DLKs löschen gerade nicht. Das liegt aber auch daran, dass die einfach so komisch da reingefahren sind. Ich kann die gar nicht mehr aufs Gebäude anklicken. Dieses Geheule von dieser BMA. Ganz schrecklich. Okay, ich glaube, wir haben es aber soweit unter Kontrolle. Das große Gebäude ist gelöscht. Wenn ich richtig sehe. Das ist gelöscht. Das habe ich ganz vergessen. Da kümmern wir uns gerade mal drum. Geil geparkt, Kollege. Müssen wir uns auch mal drum kümmern. Ganz dringend. Sonst ist der Einsatz fehlgeschlagen. So, Fahrzeug wird abgeschleppt. Müssen dann noch hier den Einsatzort untersuchen. Machen wir gerade mal. Das war jetzt erstmal hier wichtiger. Das war erstmal wichtiger. So, dich brauche ich eigentlich nicht. Den brauche ich eigentlich auch nicht.
brauche ich eigentlich auch nicht. Das schicken wir mal weg. Ist er jetzt tatsächlich ohne den Kollegen dahin gelaufen? Held des Tages. Da sieht es halt noch ganz schlimm aus. Haben wir noch irgendwelche Leute übrig? Da ist noch Platz. Kommt die DLK da hinten dran? Nein, kommt sie nicht. Okay. Der muss noch dekontaminiert werden, dann haben wir das soweit in Ordnung. Ja, die Fahrzeuge finden hier nicht raus. Gibt keinen Weg mehr. Hab alles zugestellt. Hier hinten wäre noch eine Ausfahrt, aber ich habe den LKW so blöd platziert. Ja, ist nur noch das Gebäude. Da drüben brennt es ja zum Glück nicht. Wir konnten es zum Glück hier rechtzeitig noch ablöschen, weil absperren konnten wir nicht. Das Gebäude hat gebrannt. Feuer aus? Feuer aus. Geile Sache. So, Patient ist schon behandelt. Gebrochenes Bein ist schon transportfähig. Sehr gut. Hier, ihr könnt das Fahrrad mitnehmen, wenn ihr wollt. Ihr wollt nicht? Okay, dann lassen wir erstmal das Auto abschleppen. Vielleicht geht's dann, vielleicht geht's auch gar nicht. Ja, er kühlt noch das Gebäude. Brauche aber nicht mehr. Das Fahrzeug wird gerade aufgefüllt. Das kann weggepackt werden, kann weggepackt werden. Er muss jetzt mal hier rüberlaufen. Den Kollegen hierher bringen. Solange hier noch kein Fahrzeug durchfahren kann und hier hinten es auch Probleme gibt. Wobei eigentlich, komm, lass den da liegen. Oder bring den wenigstens mal hier hin. Dann schicke ich den einen Rettungswagen dahin. Wir werden aber wahrscheinlich den Notarzt brauchen dafür. Dann brauchen wir hier noch ganz viel Polizei. Wobei, ich habe ja sowieso schon überall Polizei rumstehen. Kannst mal hier rüberkommen. Müssen ein paar Fahrzeuge abgeschleppt werden, das ein oder andere. Aber ey, das hat sich heftig ausgebreitet. Wirklich krass. Ich glaube, wir brauchen sowieso noch einen zweiten Notarzt. Der eine wird begleiten müssen, denke ich mal. Ich schicke nochmal einen hierher. Ist die ganze Einsatzleitung. Kann mal weg. Ja, da haben wir 4, 7, 8, 9 Fahrzeuge, die abgeschleppt werden müssen. Das hat's überlebt, als einzigstes. Das hat nicht gebrannt. Ja, hier brauchen wir Notarztbegleitung, wie gedacht. Ah, ich habe vergessen, die BMA auszuschalten. Ich brauche nochmal ein ELW. Kannst gerade nochmal herkommen, dankeschön. Dass wir langsam nochmal Ruhe kriegen hier. Was ein Einsatz. Was ein Einsatz. Ja, Stadtreinigung kann das Fahrrad nicht wegmachen. Gut, dann lassen wir es. Auch kein Problem mit. So, jetzt ist hier wieder Ruhe. Feuerwehr ist zum Großteil auch weg. Der kann wegfahren. Da ist es verdammt knapp. NEF ist noch nicht vor Ort. Verbrennung 4. Grades. Oh, das wird echt ungemütlich. Ich hoffe, der Notarzt ist schnell da. Der kommt gerade angefahren, wenn ich richtig sehe. Ich hätte erstmal den... Na, das ist ein Rettungswagen. Das ist nicht der Notarzt. Schade. Ja, hier kann ich, wie gesagt, nichts machen mit der Stadtreinigung gerade. Dann halt nicht. Mit der Polizei hatte ich das Fahrrad schon angeguckt. Deswegen eigentlich... egal. Ich höre Notarzt. Ganz schnell. Da brauchen wir dann auch noch 3 Abschlepper. Ach du Kacke. Hier drüben liegt noch ein verletzter Feuerwehrmann. Der war bestimmt im Dekon und die haben den zur Seite geschliffen. Ich hab's nicht mitgekriegt. Dass der da hingeschliffen wurde. Oh mein Gott. Oh je. Ich schicke den Rettungswagen jetzt schnell dahin. Ich hoffe, dass der schneller ist als die anderen. Oder ich habe die Hoffnung, dass der schneller da ist.
Okay, Abschlepper kommen schon an, das ist gut. Dann könnt ihr mal nach da hinten laufen, weil da muss auch noch ein bisschen was abgeschleppt werden. Einmal das. Einmal das. So, dann spring mal kurz zu dem Feuerwehrmann hin und guck mal nach dem. Okay, da kommt aber schon der Notarzt. Das ist super. Das ist super. Kommt auch schon der andere Rettungswagen, dann können wir den gerade umleiten, dann soll der mal da hinkommen. Da brauchen wir noch einen Abschlepper. So, wie sieht's aus? Oha. Das war auch knapp. Das war auch knapp. Aber werden beide durchkommen. Hier hat zum Glück auch kein weiteres Auto mehr gebrannt, das haben wir auch hingekriegt. Ja, Fahrzeugwracks abschleppen. Gibt's nichts mehr zum Abschleppen. Das war knapp mit den Feuerwehrleuten, auf jeden Fall. Der ist transportbereit, dann schnell ins Krankenhaus bei dem Unwetter. Muss ja nicht sein. Ah, der eine hier schafft es anscheinend mal nicht. Ausnahmsweise. Normalerweise schaffen sie es eben. Ohne Probleme. Na gut, wir lassen die gerade erstmal ihren Job machen und dann sehen wir weiter. So, schnell ins Krankenhaus. Oder schnell in den trockenen Rettungswagen, sagen wir es mal so. Der ist auch transportfähig. Biologische Kontamination, innere Verletzung. Boah, den hat es echt heftig gebeutelt. Ja, die Abschlepper hier schaffen es. Finde ich gut. Ich lasse gerade mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. Rettungshubschrauber. Okay. Dann brauchen wir nochmal die Polizei. Wobei, haben wir überhaupt jetzt gerade einen Rettungshubschrauber zur Verfügung? Nicht einsatzbereit, nicht einsatzbereit, nicht einsatzbereit. Haben wir also nicht. Gut, dann schicke ich mal den LNA hierher. Wo sind wir denn da? Na komm, ist egal. Ist nicht einsatzbereit, dann nehmen wir den. Müssen ohne Hubschrauber zurückfahren. Okay, der hier hat ein Problem. Den kann ich auch, mit dem kann ich gerade nichts anfangen, kann das Fahrzeug nicht abschleppen. Er kriegt es nicht alleine hin. Kann auch nichts mehr rumklicken bei dem. Nee. Ja, wobei, vielleicht mit Tastenkombination tricksen. Jawohl. Mit Tastenkombination tricksen geht. Perfekt. Ja, mal gucken, ob er auch einen Hubschrauber braucht. Ich brauche aber die Polizei nochmal hier, wegen der Landestelle. Kommt er? Stimmt ja. Ich kann ja keinen Hubschrauber schicken, habe ich ja gerade nachgeschaut, wegen Wetter. Ja. Jetzt bestimmt geht's, oder? Ja, jetzt geht's. Aber egal, ist der LNA da, dann tue ich hier die Hubschrauber-Dingens aufheben. Mit Notarztbekleidung dann zum Krankenhaus. Der jetzt erst wieder einsteigen muss. Jetzt. Dann fahren die ab. Sehr gut. LNA kann hier bleiben. Der ist schon im Fahrzeug drin. Okay. Was für ein langsames Blaulicht der eigentlich hat. Aber cool. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und ja, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.